Checkübergabe an der Frankfurter Börse. Die Deutsche Börse AG spendet 100.088,97 € an 4 wohltätige Organisationen. Das Geld kam durch den Handel am 6. Dezember, also am Nikolaustag, zusammen. Deutsche Börse-Vorstandsmitglied Hauke Staes sagte dazu bei der Checkübergabe: Ja, liebe Vertreter des Kinderpalliativteams Südhessen, liebe Vertreter des Vereins Leben mit Demenz, liebe Vertreter des Vereins zur Unterstützung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher und Mein Blick. Liebe Vertreter der Wertpapierhandelsbanken hier auf dem Parkett, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Trading Charity heute hier auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse. Mittlerweile eine gute Tradition jetzt schon seit ein paar Jahren und wir freuen uns, dass auch dieses Jahr diese Trading Charity wieder stattfindet. Mit Riesenschritten kommt die besinnliche Jahreszeit, die Weihnachtszeit, eine Zeit, in der man sich besonders den Nächsten und den Lieben widmet und auch denjenigen Zeit widmet, die man besonders gern hat. Aber Unterstützung, Pflege, die hat kein Zeitfenster, die braucht 365 Tage im Jahr und das 24 Stunden. Da gibt es keine spezielle Zeit dafür. Über 70% aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden heute zu Hause unterstützt und gepflegt von Familienangehörigen, von engen Freunden. Und das ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit, denn diese Pflege und Unterstützung erfolgt im Allgemeinen neben der normalen Arbeit. Und umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die anderen helfen, dann wiederum auch unterstützt werden und Hilfe bekommen und dass wir dann den Helfern wiederum helfen. Und genau da kommen wir als Wertpapierhandelsbanken und Deutsche Börse ins Spiel, denn wir können einen kleinen Beitrag leisten zu der wichtigen Arbeit, die durch die Vereine geleistet werden. Und aus diesem Grund ist 2015 die Trading Charity ins Leben gerufen worden mit dem Motto Handeln und Helfen. Gemeinsam mit den 10 Handelsbanken hier, die Spezialisten am Börsenparkett, unterstützen wir nun seit mehreren Jahren durch das Sammeln der Handelsentgelte, die am Nikolaustag gesammelt werden, diese Aktivitäten. Und wir machen dafür auch immer extrem viel Werbung, um den Betrag möglichst hoch ausfallen zu lassen und eine schöne Summe zusammenkommen zu lassen, die dann Ihnen wieder hilft, anderen zu helfen. Und ich habe den großen Betrag, der dieses Jahr extra groß ist, und ich freue mich, dass ich vorlesen darf. Es sind am 6. Dezember 100.088,97 € zusammengekommen. Eine ganz tolle Summe, die wir vielleicht auch an der Stelle mal beklatschen sollten. Zwei der 4 gemeinnützigen Vereine, die davon profitieren werden, haben wir von der Börse Frankfurt ausgesucht. Das ist zum einen das Kinderpalliativteam in Südhessen, die bis zu 120 Kinder betreut und hilft, dass sie in der schwierigen Situation ihre letzte Zeit nicht im Krankenhaus, sondern bei ihren Eltern zu Hause im Kreise der Familie verbringen können. Und das zweite Projekt Leben mit Demenz, das Menschen hilft und Familien hilft, mit diesen Symptomen, mit dem Verhalten der Kranken dann besser umzugehen. Dann möchte ich jetzt an Herrn Ziganke übergeben, der noch zu den 2 weiteren Vereinen sprechen wird. Und dann freue ich mich, dass wir den Scheck übergeben können. Herr Ziganke. Im Namen des Bankhauses Scheich und aller anderen an der Frankfurter Wertpapierbörse tätigen Spezialisten heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass die hier im Handelssaal tätigen Wertpapierhandelsbanken gemeinsam mit der Deutschen Börse bereits zum 3. Mal eine Trading Charity unter dem Motto Handeln und Helfen veranstalten konnten. Auch in Zukunft soll dies ein fester Bestandteil an der Frankfurter Wertpapierbörse bleiben.
Mein ausdrücklicher Dank gilt der Deutschen Börse und allen Spezialisten, die die Trading Charity möglich gemacht haben. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds waren alle sofort bereit, gemeinsam Gutes zu tun. Ich danke jedem einzelnen Haus dafür. Viele Organisationen arbeiten zusammen, um die gesamte Rhein-Main-Region lebenswerter zu machen. Manche in der Öffentlichkeit, andere im Verborgenen. Mit unseren heutigen Spenden, zum einen an den Frankfurter Verein zur Unterstützung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher und zum anderen an den Verein Mein Lichtblick, möchten wir gerne unserer Region etwas zurückgeben. Nun möchte ich zum Wesentlichen kommen und Ihnen die zwei Spendenempfänger vorstellen. Der als gemeinnützig anerkannte Verein Mein Lichtblick e.V. erfüllt schwerkranken, körperlich beeinträchtigten und traumatisierten Kindern und Jugendlichen persönliche Herzenswünsche und schenkt ihnen damit individuelle Lichtblicke. Für Kinder und Jugendliche, die unter schweren Krankheiten leiden und Lebenskrisen durchstehen müssen, befinden sich Glücksmomente in weiter Ferne. In diesen Situationen leiden sie häufig unter Ängsten und sozialer Isolation. Schöne Erlebnisse helfen bei der Krisenbewältigung und holen Freude und Licht in den schwierigen Alltag. Einfach mal Spaß haben und befreit lachen können, hilft mit, in schwierigen Zeiten Kraft zu tanken, um den oftmals beschwerlichen Alltag zu meistern. Die Erfüllung eines Herzenswunsches vermittelt Freude und Glück und leuchtet in die Zukunft hinein. Der Frankfurter Verein zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. setzt sich für die Belange psychisch kranker Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien ein. Psychische Erkrankungen sind bei Kindern und Jugendlichen ausgesprochen häufig. Vielleicht haben Sie in Ihrer persönlichen Umgebung auch schon Kinder und Jugendliche mit einer Magersucht, Ängsten, trauriger Verstimmtheit oder sogar Selbstmordgedanken erlebt. Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel Autismus, brauchen unsere Hilfe. Dank der modernen psychiatrischen Forschung und Therapie können heute all diese Krankheitsbilder wesentlich besser diagnostiziert und behandelt werden, sodass viele Kinder und Jugendliche dauerhaft geheilt werden können. Allerdings fehlen für eine gute Therapie und die Unterstützung der betroffenen Familien und Kinder oft die finanziellen Mittel. In einer Zeit immer spärlicher werdender öffentlicher Unterstützung möchte der Verein unbürokratische Unterstützung anbieten. Wir freuen uns, diese beiden Vereine aus unserer Region mit unserer Spende bei ihrer Arbeit unterstützen zu können. Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und freue mich schon auf die nächste Trading Charity, wenn es wieder heißt, Handeln und Helfen. Mit links jetzt, genau. Ganz herzlich danke dabei.